Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und viele von euch, mich eingeschlossen, stehen ganz oft vor der Frage, in welcher Tonart ist eigentlich der Song, den ich hier gerade mische? Und falls du dir die Frage stellst, warum das wichtig sein könnte, zu wissen, in welcher Tonart der Song ist, dann überleg doch mal, du mischst einen Song irgendwie, dein Sänger hat vielleicht nicht alle Noten gefunden oder möchtest sogar so einen berühmten Autotune-Effekt drauf haben, dann musst du Autotune oder Melodyne mitteilen, in welcher Tonart zum Beispiel dein Song ist. Es kann aber auch beim Mischen zum Beispiel hilfreich sein, vor allem wenn du in den Bassfrequenzen unterwegs bist, zu wissen, in welcher Grundtonart dein Song ist. Wie das genau geht, schauen wir uns aber nächste Woche Montag im Quicktip an. Heute möchte ich dir nur zeigen, mit welchem Trick du herausfinden kannst, in welcher Tonart der aktuelle Song ist. Und ich habe diesen Trick neulich auch mal zugetragen bekommen, ihn überprüft und tatsächlich festgestellt, das funktioniert. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass ein Song immer friedlich, also auf der Grundtonart zu Ende geht. Mit anderen Worten, der letzte Akkord, den du in einem Song hörst, also jetzt nicht, wenn du gerade ein Fade-Out hinten dran hast, aber der letzte Akkord, den du in einem Song hörst, ist auch der Grundakkord, die Grundtonart von deinem Song. Und wir überprüfen das einfach mal. Wir gehen hier mal rüber in den Song, den ich hier gerade aufgemacht habe, und der sieht wie folgt aus. Wir gucken mal in den letzten Akkord rein, ob wir den finden, ne? Day and night, day and night. Klingt noch nicht sehr friedlich. Da, das ist der Akkord. Das ist der Akkord, ne? Wir hören noch mal kurz rein. Also dieser Ton schließt quasi den Song ab. Das wird also höchstwahrscheinlich die Grundtonart sein. Jetzt weißt du den Ton, aber du weißt nicht, welcher Ton es wirklich ist. Also du kannst ihn singen, aber du weißt nicht, welche Tonhöhe es ist. Ist aber ganz einfach. Ich erstelle mir zu dem Zweck einfach mal ein Instrument. Nehmen wir mal ganz schnell hier ein Instrument. Nehmen wir mal Instrument. und nehmen hier einfach mal kurz einen Software-Synthesizer. In Studio One ist das der Mai Tai, den ich hier mal eben auswähle. Und davon machen wir mal eben ein Instrument. Zack. Und wenn ich dann da drauf klicke auf das Instrument hier, warte mal, wo haben wir es denn hier? Da ist der Mai Tai, genau. Dann kriege ich hier so eine kleine Klaviatur, hier ist schon so ein Grundton eingestellt. Jetzt muss ich also nur noch den Ton überprüfen, den ich gerade gehört habe. Hören wir nochmal kurz, welcher Ton das ist. Und ich kann hier auf dieser Klaviatur, kann ich ein bisschen spielen. Ne? Und dann hören wir mal kurz, welcher Ton das ist. Der müsste es sein. Angezeigt wird ein E. Das heißt also, er vermutet, beziehungsweise die Theorie sagt, dieser Song ist in E. Und jetzt können wir natürlich überprüfen, ob das gut funktioniert, indem ich mache das dann einfach, ich spiele dann einfach mal, während der Song läuft, immer mal wieder dieses E rein. Und wenn er sich mit den meisten Akkorden im Song gut verträgt, der wird sich nicht mit allen Akkorden vertragen, aber wenn er sich mit den meisten Akkorden gut verträgt, dann ist das ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass der Song in dieser Tonart ist. Und falls du zum Beispiel kein Fade-Out haben solltest, dann kannst du auch ausprobieren, welcher Ton sich am besten mit deinen ganzen Akkorden verträgt, ohne dass es Dissonanzen gibt, dass es also schief klingt oder dass es sich sogar reibt. Und das wird in der Regel der Grundton sein von deinem Song. Ne? Also probieren wir es mal aus. Wir gehen einfach mal rein in den Song und spielen dann mal ein kleines bisschen davon ab, und ich spiele immer mal wieder ein E rein. Oh, I really miss you without knowing you. I dream about you. Das ist gut, ne? Das ist auch okay. Noch mal ein bisschen später in den Song rein, hier hinten. Nochmal das E. Kann man auch ein bisschen mit spielen, ne? Also dieses E verträgt sich anscheinend mit den meisten Akkorden, die hier im Song gespielt werden. Deswegen können wir davon ausgehen, dass dieser Song in E ist. Ob er in E-Dur oder in E-Moll, also in einer eher positiveren Stimmung oder in einer eher negativeren Stimmung, in einer traurigeren Stimmung ist, das kannst du mal ausprobieren und mal das auf dich wirken lassen. Wenn es eher eine positivere, fröhliche Stimmung ist, dann wird es wahrscheinlich E-Dur sein. Wenn es eher ein bisschen negativer, trauriger ist oder besetzter klingt, dann ist es höchstwahrscheinlich ist es dann E-Moll. Mit dieser Information kannst du dann an dein Melodyne oder an dein Autotune rantreten und denen sagen, hier, korrigier das mal. Und falls dann doch eine Note immer mal wieder schief sein sollte, probier mal den Wechsel zwischen E-Moll und E-Dur, dann hast du das ausgebügelt. Und wie du dieses neu gefundene Wissen auch einsetzen kannst,
um zum Beispiel eine Bassdrum auf den richtigen Stand zu kriegen und dein Low-End ein kleines bisschen zu verbessern. Das schauen wir uns nächste Woche Montag an. Bis dahin schicke ich dir auf jeden Fall beste Grüße hier aus Münster. Mach's gut und Yassou.